So, wir kommen zu einem neuen Let's Play. Ich habe mich nämlich gerade kurzerhand entschieden. Nein, das da. Ich werde. Also, Back to the Ton X mit Doom for Doom werde ich erstmal ein bisschen pausieren. Ehrlich gesagt, nach den ganzen Strapazen brauche ich Doom for Doom erstmal nicht mehr. Ich werde allerdings jetzt ein anderes separates Let's Play starten. Und zwar nicht Hellbound und auch nicht dieses andere, wo ich jetzt gerade den Namen vergessen habe, weil die will ich mir trotzdem für Doom aufheben, sondern ich werde jetzt Vanilla Doom spielen, also Doom 1, Doom 2, Plutonia und TNT. Und zwar mit, Achtung, Project Brutality. Beziehungsweise ich werde es in den Titel reinschreiben, also ihr wisst es bereits, wenn ihr dieses Video angeklickt habt. Wo ist denn jetzt? Ach Quatsch, schon wieder. Ich muss ja nach Rekord. Rekord, Rekord, Rekord. La 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 la. Wo ist denn er? Da. So, das Ding werde ich einmal kopieren. Und zwar nach Brudelboom Project Brutality 3. Das ist ein langer Name. Ich lasse es mal lieber so. So, dann werde ich hier wieder dich rausklauen. Ja, hier werde ich dich rausklauen und dich rausklauen. Okay, damit haben wir schon mal unsere Umgebung geschaffen. Dann werde ich jetzt auch diese entsprechende Umgebung nutzen. Project Brutality 3. Und wir fangen natürlich mit Doom 1 an. Ganz klar, ganz klar. Ich habe übrigens auch schon dieses neue Pack, dieses von 2018. Allerdings habe ich da letztens irgendwelche Fehler gehabt. Da muss ich nochmal nachschauen. Deswegen nutze ich noch diese 2017er Version, aber es sind bloß Texturen halt. Also, da hat sich nicht allzu viel geändert. So, was sich allerdings ändert, ist das hier. Da haben wir jetzt Project Brutality. Project Brutality. Das war die Beta. Nein. 3 Beta. So. So, dementsprechend brauchen wir hier auch die Hard-Version für Brutal Project Brutality. Und alles andere bleibt. Das Map Pack kommt komplett weg. Sondern wir spielen die Vanilla Maps. Okay, dann würde ich mal so. Let's go! Go! Ich weiß nicht, irgendwie durch Brutal Doom bin ich jetzt gerade auf den Geschmack gekommen. Deswegen würde ich mal sagen, let's walk. Episode 1. Ist Brutal jetzt schon schwer oder ist das jetzt das Normale? Hier enemies are significantly more aggressive, deal more damage and are very fortified. No. Enemies don't even do it faster. Fast auf jeden Fall spiele ich gar nicht. An enemy has 20 more health and is really active. Ist eigentlich nicht das, was ich wollte. Das ist das Normale, ne? Genau, das ist das Standard-Schwere. Und das ist das Normale, genau. Halt also, das ist schwer. Okay. Weil ich will es nicht zu extrem schwer machen. Weil, ihr müsst wissen, Project Brutality Version 3 hat sehr viele neue Monster, wovon sehr viele auch stark sind. Oh, Alter, dieses. Also, wer seekrank wird, ist nicht meine Schuld. Ja, gut. Und wie ihr hier schon seht, ja, es basiert im Kern auf Brutal Doom. Es ist quasi einfach nur eine Erweiterung. Eine Erweiterung für Brutal Doom.
Wobei jetzt nicht Brudeltum immer erweitert wird, sondern es sind zwei eigenständige Projekte. Es sind zwei eigenständige Projekte, allerdings ist die erste Version von Project Brutality ein Fork von Brudeltum gewesen, und zwar von Brudeltum Version 20. Heißt also, seitdem sie damals diesen Code genommen haben, ist Project Brutality eigenständig und spielt sich also eigentlich nicht weiter. Aber die beiden Projekte stehen in Kooperation miteinander. Heißt also, Sachen, die Brudeltum einfügt, werden zum Teil auch von Project Brutality übernommen. Und Sachen, die Project Brutality einführt, werden auch teils von Brudeltum übernommen. Also das ist, ja, ich weiß nicht, ob ich das als Schwesterprojekt sehen kann, aber wir arbeiten schon eng zusammen. Sie hört Glas. Achso, ich kann ja mal ganz kurz. Haha. Also nicht so nah am Glas stehen. So, ich muss mal ganz kurz gucken, weil Project Brutality hat andere Tastenkombinationen. Das stimmt, Weltenzug haue ich gar nicht. Das hier oben stimmt sowieso alles. Aber hier unten. Parkmod brauche ich gar nicht. Ah, hier. Das ist das, wie ich meinte, mit diesem V. Das ist das hier. Bei Project Brutality hat man ein fucking Messer. Und das finde ich ultra geil. Habe ich noch das hier? Ja, das geht auch. Wisst ihr? Also mit der R-Taste, also so wie ich es jetzt gerade belegt habe, mit der R-Taste kann ich treten, mit der V-Taste kann ich, wie auch immer man das nennt, messern. Ich kann messern. Ein neues Wort erfolgreich eingebürgert. So, Granate ist hier anders belegt. Das muss ich auch neu belegen. Die ganzen noch brauche ich eigentlich alle gar nicht. Unload Gun ist richtig. Reload muss ich auch neu belegen. Kick ist hier oben und alles andere stimmt, aber genau. So. Dann wird immer sorgen. Doom Ultimate. Also. Ja. 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 Project Brutality 3. Doom 1 und Doom Ultimate ist ein und dasselbe. Nur Doom 1 war noch in Episoden aufgeteilt. Das hier. Und das originale Doom hatte nur die ersten drei. Es gab auch ganz früh gab es noch eine kostenlose Version, eine Shareware-Version, die hatte nur die erste Episode. Die war kostenlos, also Shareware halt. Die Vollversion hatte dann drei Episoden. Die muss man kaufen. Und dann gab es später noch eine Erweiterung. Ich weiß nicht, ob diese Erweiterung kostenlos war oder ob man die auch separat kaufen musste. Damit hatte man dann vier Episoden. Also die vierte kam tatsächlich erst später dazu. So, wir führen aber ganz normal halt die erste Episode erstmal, dann die zweite, dann die dritte. Wichtig ist noch zu wissen, auch hier schied ich wieder mit dem Backpack. Bei Project Brutality gibt es zwei Backpacks. Es gibt einmal dieses Standard-Backpack. Und dann gibt es noch ein erweitertes, den Kampfrucksack. Ach ja. Okay, da war was. Stimmt ja, das muss ich ja am Anfang aktivieren. Okay, wir müssen mal neu anfangen. Wir haben noch nicht allzu viel gemacht. Ja, Project Brutality wehrt sich am Anfang dagegen zu hacken. Deswegen muss man erstmal dieses SV-Sheet aktivieren, also SV-Sheet. So, und damit hat man ein bisschen mehr, was man mit sich nehmen, mit sich tragen kann. So, und ansonsten, wie gesagt, ist es halt in Episoden aufgeteilt. Ich erlebe immer noch schon mal die Gangster hier. Gangster sag ich schon. Gegner. Ich meine, die Gegner sind zwar Gangster, auf ihre alte Art und Weise. Aber das soll jetzt erstmal nicht ins Gewicht fallen. So, und wie gesagt, Doom 1 ist natürlich halt in Episoden aufgeteilt mit jeweils 8 oder 10 Maps. Und sobald man eine Episode durch hat, ja, ich werde jetzt hier in der Episode erstmal ein bisschen länger reden, hat den Grund, dieses Level ist extrem kurz.
Sonst wird die Folge gerade mal 2 Minuten lang gehen. Deswegen nehme ich mir jetzt die Auszeit, ein bisschen länger zu reden. Und normalerweise, wenn man eine Episode durchgespielt hat, beginnt man bei der nächsten Episode wieder von vorne. Heißt also komplett Waffenlow, keine Waffen da. Und ja, halt alles wieder auf Anfang. Und ich werde aber generell keinen Trick bedienen, dass ich praktisch von dem Ende der einen Episode in das Anfang der nächsten Episode mich rein teleportiere. Das kann man mit diesem Change Map Befehl machen. Da springt man praktisch in ein Level, was man angeben kann, behält aber seine Sachen. Und damit werde ich praktisch alle 4 Episoden an einem Stück durchspielen, ohne bei jeder Episode wieder von Anfang anzufangen. Weil, ja, ich mag dieses Neuanfang immer wieder nicht. Wow. Sag mal, wo kommst du denn her? Okay, das Monster hat gerade gesagt, es geht los. Dann geht's los. Ich habe nur darauf gewartet. Wow. Alter, es ist immer noch so dunkel. Ich habe immer noch den Gamma-Wert hoch, aber ich sehe immer noch nichts. So. Haben wir schon mal ein paar gute Waffen, ein paar schicke Waffen, ein paar nette Waffen vor allen Dingen. Alter, ich sehe fast nichts. Ich meine, gut, die Standard-Maps von Doom, also Doom 1, 2, Plutonia und TNT, habe ich mittlerweile so oft gespielt, dass ich, also Plutonia und TNT nicht, aber Doom 1 und Doom 2 habe ich mittlerweile so oft gespielt, weil ich mittlerweile fast weiß, wo die Gegner sind, also auswendig weiß, wo die Gegner sind. Aber, guckt euch diesen Vogel an. Aber es wäre trotzdem schöner, wenn ich sowas sehen würde. Ihr müsst mir mal in die Kommentare schreiben, ob ihr es wollt, dass ich Vanilla Doom auch komplett Vanilla spiele. Heißt also ohne Gameplay Mod. Ohne Brutal Doom, ohne Project Brutality. Komplett standalone. Und für die, die schon fragen, ja, das hier ist die allererste Map, die jeder, der Doom schon mal gespielt hat, kennen sollte. Das ist quasi mit dieser Map. Kam man damals mit Doom, als es 1993 rauskam, in Kontakt. Diese legendäre Map E1-M1, was für nichts anderes steht als Episode 1 und aus Episode 1 Map 1. So. Ah. Ja, bei Project Brutality, Brutality gibt es auch Ärzte, also Wissenschaftler meine ich doch, und die haben Kettensägen bei sich. Die haben auch noch eine andere Nahkampfwaffe bei sich, und zwar eine Axt. Und genauso wie die anderen Monster droppen sie ihre Sachen. Das heißt also, man bekommt von denen sowohl eine Kettensäge als auch eine Axt. Und die Axt kann man werfen, wie ein Bumerang. Gut, der kommt nicht zurück, man muss ihn dann wieder einsammeln. Aber man kann ihn immer wieder einsammeln und dann damit wieder weiter schießen. So, jetzt habe ich hier alles. Ich habe hier alles. So, gleich kommt ein Secret. Das ist ein bisschen tricky. Also, ich gehe jetzt davon aus, bei meiner Erklärung, dass ihr noch nie Doom gespielt habt. Deswegen werde ich alles schön, ja, erläutern. Da hinten ist ein Secret. Das ist relativ tricky. Ihr müsst da hinrennen. Das wird hier vorne durch eine Linie aktiviert und schließt sich aber auch. Heißt also, ihr müsst euch hier hinstellen, damit einmal durchrennen. Da wo ich jetzt mal gerade lang renne. Tada, schwupps. Weil das Tor geht wieder hoch. Und wie ihr seht, habt ihr relativ wenig Zeitpuffer. So, damit sind wir soweit schon mal gut. Und wie ihr seht, ich habe bei der Schrotflinte 150. An mitführbaren, ja, Schrotkugeln. Und dementsprechend Combat Backpack, so.
Vorzeige schon. Das war die gesamte Map. Wie ihr seht, extrem kurz. Deswegen habe ich die Map jetzt auch ein bisschen genutzt, um mal ein bisschen zu schwafeln. Wie gesagt, müssen wir mal reinschreiben, ob ihr das in Vanilla Doom mal spielen wollt, mal sehen wollt. Dann werde ich übrigens auch nicht so spielen, sondern... So hier. Mit dem ganz klassischen Software-Renderer. Ja, der schlackert hier ein bisschen, weil Project Brutality so viele Effekte hinzufügt, dass das extrem schlackert. Normalerweise läuft das natürlich super flüssig, aber ja, also auch die klassischen alten Renderer und dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, und zwar habe ich mir auch noch vorgenommen, irgendwann mal Dark Doom zu spielen. Da ist dann also überall die Beleuchtung wesentlich dunkler. Man sieht also nur noch etwas, wenn hier so eine Kerze steht oder Licht ist. Und man hat auch so eine Doom, so eine Texturen wie bei, ich weiß gar nicht, wo die kommen, Half-Life oder sowas, also so eine ganz dunklen Texturen halt, also man fühlt sich wie in einer, ja, dunklen Umgebung halt. Das werde ich auf jeden Fall spielen, da ist so eine Frage, wann ich spielen werde. Aber wie gesagt, ihr müsst mal schreiben, ob ihr komplett Vanilla spielen wollt. Ich meine, es gibt jetzt sogar zwei Möglichkeiten. Gut, ich werde mal ganz kurz die Map. Ja. Und zwar gibt es zwei Vanilla-Level, sag ich jetzt mal. Und zwar gibt es einmal Extrem. Das würde dann ungefähr... Nee, also erstmal das Normale. Das würde dann ungefähr... so aussehen. Ich hoffe, ihr hört mich noch. Und dann gibt es eine noch krassere Variante. Das ist dann wirklich für ganz hart eingesessene. Und zwar... beziehungsweise eigentlich das hier. Achtung! Das wird ganz alt. Das hier ist das ganz klassische Vanilla Doom, und wie ihr seht, nach oben und unten schauen geht gar nicht. Ich kann nur nach links und rechts gucken. Das ist ganz klassisch Vanilla Doom. Und das ist das, womit man 1993 begrüßt wurde. Und ja, es ist einfach Kultstatus. Ich meine, 93, heutige Rechner haben durchschnittlich 4 bis 5 Gigahertz. Und damalige Rechner hatten 40 Megahertz, also ein Hundertstel davon. Außerdem hatten die auch nur einen Prozessor und nicht 25.000. Ich meine, der neue AMD EPYC 2, der hat 32 Kerne. Hä? Das ist schon ein bisschen was. Und ja, das hier war praktisch das ganz alte klassische. Allerdings werde ich das hier mit euch nicht spielen, weil das finde ich doch ein bisschen zu pixelig. Es gibt eine etwas modernere alte Variante, und zwar gibt es Crispy Doom. Das macht das Ganze ein bisschen crispy, also im Deutschen würde man es frei übersetzen mit knackigere Grafik. Hat nichts mit modernen Spielen zu tun, sondern es ist einfach nur etwas auflösender. Wie ihr seht, es ist immer noch pixelig. Man kann auch nach oben und unten gucken, dezent. Aber es ist halt immer noch gute alte Retro-Grafik, und dieses nach oben und unten gucken kann man auch hier wieder deaktivieren. Es geht also hauptsächlich darum, dass die Auflösung schon ein bisschen angehoben wurde. So. Das, wie gesagt, die beiden Sachen werde ich auf jeden Fall... andersrum. Die beiden Sachen, da müsst ihr mal schreiben, ob ihr das wollt. Ob ihr entweder mit Crispy Doom oder aber mit... ich persönlich würde sogar das hier empfehlen. Das hier ist ein bisschen besser. Das ist dann praktisch die etwas modernere Variante. Ja.
hohe Auflösung. Ansonsten, wie gesagt, das ist praktisch komplett Vanilla Doom, nur halt mit einer komplett mit einer kompletten Auflösung. Es ist also sehr Vanilla. Müsste, wie gesagt, ich persönlich für Let's Play, ich finde es langweilig fürs Let's Play. Ich privat spiele es extrem gerne. Aber ich bin mir nicht sicher, ob das zum Let's Play passt. Deswegen habe ich mich für was anderes entschieden, und zwar das hier. Das ist richtig arschfick geil. Und zwar, ich hoffe, ihr habt jetzt eine dunkle Umgebung. Hört einfach diese Musik. Das, meine Damen und Herren, ist Dark Doom. Und das ist einfach arschfick geil. Ich muss gerade zugeben, weil von draußen Licht reinscheint, sehe ich jetzt quasi gar nichts mehr. Da, wo die Taschenlampe hinleuchtet, sehe ich bei mir nur so ganz hellblauen Fleck auf dem Bildschirm. Ja, und das hier ist halt Dark Doom. Auch die Animation ist ein bisschen flüssiger. Das liegt an Beauty Doom. Und schon ist man durch die Map durch. Deswegen, so schnell geht die Map. Wenn ich nicht als Licht gepatscht hätte, das wäre vielleicht eine Minute gewesen. Ja, wie gesagt, das ist mein persönlicher Favorit, was so Vanilla Doom angeht. Ist wie gesagt ein Feature aus Dark Texture Pack. Das macht diese etwas modern aussehenden Texturen. Dann hat dieses Dark Doom, also Dark Doom an sich ist erstmal diese Mod, die macht, die schraubt praktisch die Helligkeit runter. Dann, damit man trotzdem noch was sieht, gibt es dafür halt eine Taschenlampe. Und den Sound, den ihr gehört habt, ist dieses sogenannte Ambience Pack. Alles zu finden bei zdoom.org, bei dem Forum von zdoom. zdoom.org ist ja die Engine, mein Fehler. Nee, bei dem zdoom Forum. Ultra geil. Ansonsten, ja, wir werden auf jeden Fall erstmal nach wie vor natürlich das hier weiterspielen, logisch. Dark Doom werde ich in Zukunft irgendwann mal spielen. Auf jeden Fall. Und bei Vanilla Doom müsst ihr entscheiden, ob ihr es wollt oder lieber nicht, weil ich bin halt unentschlossen. Da müsst ihr sagen, was ihr wollt. Gut, genug geschwafelt. Ich hoffe mal, ich habe das Video, was normalerweise eine Minute geht, jetzt erfolgreich auf eine Stunde gestreckt. Von daher, ciao mit V.